Heute für euch live on air Thomas Gelling. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier in eurer Jugendsendung Remixed auf Radio Salzachwelle. Es ist kurz nach 19 Uhr, am Mikrofon für euch der Thomas. Freut mich, dass ihr auch heute wieder mit eingeschaltet Remixed, habt. Die Jugendsendung auf ISW. Das war's auch schon wieder von der ersten Stunde Remixed hier am Montag. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Thomas. Zu Beginn hatte ich beim Internetradiosender auch hier in Waldkraiburg gearbeitet. Und irgendwann kam das Angebot, wo es dann hieß, Thomas, hast du nicht Lust, bei den Salzachwelle zu arbeiten? Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Eine Woche später bin ich hier nach Waldkraiburg in das Studio und ja, schon war ich auf Sendung. Und das war auch gut so. Herzlich willkommen hier bei uns bei Remix, bei der 5-jährigen Geburtstagsfeier. Dann würde ich sagen, ab in die Finalisten-Lounge und wir machen gleich weiter mit der ersten Finalistin. Wie bescheiden ihr doch alle seid. Ihr seid im Finale, ihr seid alle gut, das muss man mal sagen, oder? Gewinnerin von Regional Next Superstar 2009. Herzlichen Glückwunsch! Start Nummer 2, Tamara Rupnik. Vielen Dank, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause. Ihr habt gewotet eure Top 50. Und wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei sein wollt, dann freut mich das. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss, euer Thomas. Willkommen hier auf meinem Showreel. Es freut mich, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um hier meine Bilder anzuschauen. Mein Name ist Thomas Gierling, aber das wissen Sie ja sicherlich schon. Ja, mein Hobby jetzt zum Beruf gemacht. Seit 5 Jahren bin ich als Moderator tätig. Mit 16 bin ich zum Regionalradio. Und jetzt gibt es das Gesicht auch vor der Kamera. Wenn Sie sagen, das ist vielleicht genau das richtige Gesicht, mit dem Sie zusammenarbeiten wollen, dann wenden Sie sich an mich. Sie suchen einen humorvollen, verrückten, frechen, aber vielleicht auch einen ganz ernsten Moderator. Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen. Wenden Sie sich einfach an meine Kontaktadresse. Bis dahin, Ihr Thomas Gierling.